herzlich willkommen, meine lieben FIFA-Freunde, zu einem weiteren Part FIFA 16 im Karrieremodus mit unserem SV Werder Bremen. Und das nächste Spiel steht schon kurz bevor, wir werden es uns nochmal angucken, aber ihr habt es im letzten Part vielleicht schon gesehen. Es ging Schalke 04 und ja, es sind schwierige Wochen. Das letzte Spiel gegen Leverkusen, boah, war das einfach nur ärgerlich. Wenn ihr den Part verpasst habt, schaut es euch gerne nochmal an. Ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Kann man nichts machen, das gehört auch dazu. Und wenn man es sich genau anschaut, das macht die Liga richtig spannend. Wir sehen es hier, die ersten 6 Plätze, ja, da sind nur 6 Punkte dazwischen. Schalke, unser heutiger Gegner, mit 37 Punkten, genauso wie Leverkusen auch 37, 38 Dortmund. Wolfsburg mit 41 Punkten gleich mit uns. Wir liegen gerade aktuell auf Rang 2 und sind bis auf 2 Punkte an Bayern rangekommen. Die haben 43. Also sehr, sehr eng, sehr, sehr spannend. Macht auf jeden Fall dann so umso mehr Spaß. Und wir werden aber zusehen, dass wir heute gegen Schalke ganz, ganz wichtige Punkte einfahren und vor allem einen ganz, ganz wichtigen Sieg. Das würde uns megamäßig nach vorne bringen. Sinan Kurt macht hier einen Riesensprung. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir schon mal. Wahnsinn. Und dann schauen wir uns gleich mal an, wie wir spielen. Wobei von der Aufstellung selbst her, auch wenn das im letzten Spiel nicht so richtig aufgegangen ist, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Von daher bin ich mir nicht so sicher, ob ich da überhaupt wechseln werde. Wir können uns sonst nochmal anschauen. Vorne Kennedy, dann Hazard, Correa dahinter und dann hier im Mittelfeld Kamarasa, Kimmich und Arnold. Ist eigentlich, denke ich mal, soweit in Ordnung. Von daher werde ich da erstmal nicht tauschen. Und wir springen direkt rein in die nächste Partie. Gegen Schalke, das wird eine ganz, ganz schwere Nummer. Und wir müssen aufpassen, nicht wie beim letzten Mal, dass wir das Wetter hier versauen. Aber das sieht gut aus, bewölkt. Also im Schnee will ich ehrlich gesagt nicht nochmal spielen. Das gefällt mir nicht so. Das ist relativ stümperhaft dann alles. Oh, nicht gut. So, los geht's. Auf Schalke in der Veltins Arena. Da bin ich echt mal gespannt, wie wir hier abschneiden können. Auswärts wird nicht leicht. Hier sehen wir kurz nochmal die Aufstellung. Franco Di Santo ist mit dabei, genauso wie Felix Platte. Ja. Und der Prinz, der Kevin Prinz Boateng. Auch so ein Blender. Aber gut, spielt er überhaupt noch Fußball? Ich weiß es nicht. Ich glaube doch, bei Mailand oder so hat er doch jetzt unterschrieben. AC Mailand. Tja, hier in FIFA ist er noch eine Nummer bei Schalke. In der Realität nicht unbedingt. Oh, schade. Kommt der Kennedy da nicht mehr an den Ball. Garcia. Langer Ball auf Di Santo. Können wir erstmal verteidigen. Aber nicht klären. Und jetzt die Flanke, Gebreselassie blockt ab und es gibt den ersten Eckball hier für Schalke. Müssen wir aufpassen. Ich hoffe nicht, dass wir hier jetzt schon früh in Rückstand geraten, aber Wiedwald hat das absolut sicher da. Oh, und dann aber so ein Bock durch Wiedwald, Santana und dann Platte mit dem Abschluss. Gott sei Dank weit rüber gegangen. Was ein Fehler, von mir auch. Ich wollte es schnell machen und Wiedwald spielt ihn dann direkt zum Gegner. Galvez. Gebreselassie, Arnold. Kimmich. Schön auf Hazard. Der sieht hier Arnold. Und der sieht da außen Correa. Und der ist schnell. Bringt er die Flanke. Die bringt er rein. Ah, nicht wirklich gefährlich. Ein bisschen weit zurückgezogen. Erste Möglichkeit für uns. Aber wir haben hier nochmal die Chance mit Arnold. Bleibt hängen. Wurde zu eng. Hätte ich direkt schneller was machen sollen. Abschließen oder was auch immer. Gute erste Möglichkeit eigentlich, hätten wir ein bisschen mehr draus machen können. Kolasinac spielt in die Mitte auf den Prince. Oh, schön, Kennedy. Kann jetzt mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Kennedy setzt sich hier durch, sehr, sehr schön gemacht. Immer noch Kennedy, der sieht dort in der Mitte Arnold und der kann Fährmann nicht bezwingen. Riesenmöglichkeit, Fährmann mit einer Bärenstangenparade. Wahnsinn, der muss einfach nur rein. Ich glaube das nicht. Schön hier von dem jungen Kennedy gemacht, unser Neuzugang. Und dann gut auf Arnold eigentlich gespielt. Oh, das war scheiße. Ich dachte, da bietet sich einer kurz an. Da habe ich nicht drauf geachtet. Santana. Ey! Hallo! Rückpass!
Willst du mich verarschen? Rev! Oh, das wäre mal sowas von Rückpass gewesen. Wie er im Bilderbuch steht. Schön von Hazard. Der sieht wieder Kennedy. Der spielt wieder auf Hazard. Der muss doch hier nochmal ablocken. Zieht aber in die Mitte. Oh, findet da keinen Abnehmer. Schade. Dicke Möglichkeit hier. Oh, das ist aber auch sehr, sehr eng da hinten. Also Schalke sehr, sehr defensiv. Kolasinac jetzt. Gibt es Selassie ist nicht schnell genug, sodass er dahinter kommt. Und das ist hoffentlich Abstoß. Die Santo kommt da, glaube ich, an den Kopfball. Nee, Westergaard hat geklärt. Nächster Eckball hier für Schalke. Westergaard, Wiedwald meine ich, hat ihn. Sehr schön. Kennedy verzögert hier schön. Mit Camarasa, mit Arnold. Immer noch Arnold. Der sieht da hinten Correa. Schade. Nicht genau genug gespielt. Schade, wenn der Ball ein bisschen besser ankommt. Gebre Selassie. Spielt wieder mit Correa. Der mit Kennedy. Und somit haben sie jetzt mal ein bisschen Platz. Wieso bremst der Gebre Selassie da ab? Arnold. Bleibt hängen. Nicht gut, nicht gut. Zu langsam alles gemacht. Holt er sich den Ball wenigstens wieder gegen Platte. Ah, fast. Boateng, also Schalke, nicht wirklich gefährlich bis dato. Und wir mühen uns hier mit deren Defensive. Die stehen gut. Kommen nicht so richtig hundertprozentig zum Abschluss. Eine Riesenmöglichkeit hatten wir hier mit Arnold, wo Fährmann dann glänzend gehalten hat. Glänzend. Hätte eigentlich schon das 1:0 sein müssen. Schön von Garcia. Oh, und dann nimmt die Westergaard den Ball ab. Und spielt ihn nicht weiter. Galvez. Oh, Leute, klärt ihr bitte jetzt mit dem Ball einfach. Die wollen ihn nicht rausspielen. Mann, spiel ihn jetzt raus. Das dauert viel zu lange, bis er wieder hochkommt. Der Affe, ey. Und sorry, wenn ich jetzt gerade ruhig bin, aber Schalke wird besser. Und wir stehen uns gegenseitig im Weg. Hol ihn dir doch. Mensch, lass dich doch da nicht so vernaschen. Schön. Nicht schön. Überhaupt nicht schön. Klär den Ball doch richtig raus. Spiel ihn. Sie wollen nicht. Gebre Selassie, wieder Eckball. Spiel den Ball doch vernünftig raus, ey. Dann spiele 2-Meter-Pässe. Ich glaube, beim nächsten Mal schlage ich ihn einfach nur. Wiedwald. Ich schlag ihn doch nicht. Ich hätte ihn auch schlagen können, weil das ist dasselbe Ergebnis. Willst du mich verarschen? Spiel den Ball doch einfach nochmal zu ihm zu. Wirft er zu weit. Wahnsinn, ey. Mann, jetzt rage ich schon wieder halb. Ich weiß gar nicht warum, wollte ich nicht. Foulspiel. Frage ich mich wo und... Oho! Wahnsinnsmöglichkeit hier für Schalke. Gut gemacht eigentlich. Schön rübergelegt und Felix Platte haut ihn ans Außennetz. Riesenmöglichkeit und das gibt Gelb. Alles klar. Galvez. Kriegen wir noch einmal die Möglichkeit hier vernünftig nach vorne zu spielen. Schön. Gute Kombination. Kennedy, Correa. Der Ball kommt schon wieder nicht durch. Matip hat ihn und damit geht's 0:0 in die Halbzeit. Oh, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Wir haben gut angefangen, zum Ende ein bisschen nachgelassen. Kann nur noch besser werden. Wir müssen auf jeden Fall einfach mal ein Tor schießen. Köln gegen Hertha 1:1. Dortmund führt nämlich schon, sehen wir hier, gegen Mainz 1:0. Hamburg ebenfalls 1:0 gegen Düsseldorf und Leipzig gegen Stuttgart. Das Spiel findet erst später statt. Wechseln werde ich, glaube ich, erstmal noch nicht. Die sehen noch relativ frisch aus. Arnold wäre so ein Kandidat, irgendwann nochmal rauszuholen. Aber vorerst noch nicht. Huntelaar kommt jetzt für Platte. Wahnsinn. Nochmal Qualität hier reingebracht. Soll uns nicht stören. Wir müssen unsere Möglichkeiten hinten einfach nur vorne nutzen. Arnold. Schön durchkombiniert. Och, und dann Santana. Dann der letzte Pass. Da bleiben wir wieder hängen. Höger. Auf die Santo. Gut gemacht. Huntelaar. Schön rausgespielt. Galvez holt sich hier super den Ball.
Sehr schön. Kimmich. Kamarasa, und dann bleibt der Ball schon wieder hängen. Ich glaube das nicht. Es muss doch mal möglich sein, auch mal auf engen Raum einen Pass vernünftig zu spielen. Boateng, gut, dass Wiedwald hier den Ball nicht klatschen lässt. Sehr, sehr stark gehalten. Hazard. Schön. Correa. Setzt sich hier super durch. Sieht Hazard, der kommt sogar noch an. Nicht so, wie ich es mir gedacht hatte. Aber er kommt an. Und dann, das gibt's doch nicht, Alter. Wie die uns einfach hier ablaufen können. Ich komme nicht in Schussposition. Da erwarte ich auch einfach mal mehr. Schön von Gebrselassie. Gut. Arnold. Der ist richtig müde. Kimmich. Auf Kamarasa. Jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Hazard hat auch Platz. Schön. Nimmt den Ball richtig gut mit. Setzt sich hier eigentlich gut durch. Und dann ist er wieder zu leicht vom Ball zu trennen. Versuchen wir es mal auf der anderen Seite. Kennedy. Herzlichen Glückwunsch, das ist der Pass im Lauf aus der Drehung. So, wir wechseln jetzt mal Arnold. Nehmen wir raus. Dafür bringen wir Stendera. Und die restlichen Auswechslungen, einfach mal nur um Impuls zu setzen, werde ich so ab der 70. denke ich mal machen, so in 10 Minuten. Dann bringen wir nochmal Sané mit rein. Und wir bringen Ben Arfa mit rein. Vielleicht nochmal ein bisschen Druck aufzubauen. Schön geholt von Kamarasa. Gut, schnell direkt gespielt. Correa sieht dort Kennedy. Der sieht wieder Correa und der muss jetzt doch einfach mal drin sein. Das gibt's nicht. Fährmann mit einer Glanzparade. Angel Correa. Ich hätte ihn auf den kurzen schießen sollen. Oh, wieso schieße ich ihn nie auf den kurzen? Bärenstark durchgespielt. Oh wei, oh wei. Wir führen kurz aus. Auf Kimmich. Der bringt jetzt die Flanke. Da ist wieder Correa. Kommt nicht ganz an Kopfball ran. Kimmich. Galvez. Nee, Westergaard ist es mit dem schwächeren Rechten. Nächste Abschlussmöglichkeit für uns. Schade. Oh, wir müssen doch mal einfach mal einen reinmachen. Das kann es doch nicht sein, dass der Fährmann hier die Dinger hält. Aber wie er die hält, ey. Der ist ja eine Granate. Hazard holt er sich den Ball hier leider nicht. Boateng. Müssen wir hier vom Ball trennen. Immer noch Boateng. Keine Schwierigkeiten für Wiedwald. Und der versucht jetzt mal das Spiel schnell zu machen. Kennedy kann den Ball nicht kontrollieren. Und dann geht's gleich wieder retour. Di Santo. Das macht er gut. Und wieder Boateng mit dem Abschluss. Und jetzt wechsle ich doch nochmal. Puh, das gefiel mir gerade überhaupt nicht, was der Kennedy da gemacht hat. Kriegt er den Ball eigentlich super und kann ihn nicht kontrollieren. Sané bringen wir mal vorne in die Sturmstütze und Ben Arfa dahinter. Ich hoffe, jetzt nochmal gute Impulse hier in der Offensive setzen zu können. Westergaard wird hier umgenockt. Stendera, neu reingekommen. Gleich mit dem Fehlpass. Geis. Schalke rückt auf. Machen Druck. Holen wir uns. Das gibt doch jetzt nicht gelb-rot, hoffentlich. Nein. Gibt es nicht für Unterlage, gibt es gelb. Für die Aktion eben gegen Westergaard. Mir ist kurz mal das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte schon, Correa, da müssen wir aufpassen. Der kriegt jetzt gelb-rot für so eine Banalität. Gott sei Dank nicht. Wir können den Ball nicht klären. Nächste dicke Möglichkeit durch Huntelaar. Wiedwald auf dem Posten. Was für ein Gewusel dort. Ihr seht es hier aber auch. Schalke schon ein bisschen stärker. Wiedwald kann klären. Kriegen wir jetzt hier mit Correa den Ball. Kriegen wir. Jetzt die Kontermöglichkeit durch Sané. Immer noch Leroy Sané. Setzt er sich hier durch. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Nächstes Foulspiel. Der ist doch so schnell, der Sané. Kommt hier nicht vorbei. 81. Wir brauchen nur noch einmal eine richtig dicke Möglichkeit. Dann muss er doch jetzt einfach mal sitzen. Jetzt vielleicht. Sané schön gespielt. Ben Arfa nimmt da außen Kamarasa mit. Der nimmt wieder Ben Arfa mit. Och, das gibt's nicht, ey. Das gibt es nicht.
Konzentration. Ey, dieser, was ist das für ein Rechtsverteidiger da, der, ey? Der nimmt alles mit. Westergaard gegen Huntela. Kann sich durchsetzen. Sehr schön. Stendera. Garcia. Ben Arfa. Behält den Ball. Nee, behält er nicht. Und das ist eine dicke Möglichkeit. Das wird sich Huntela nicht nehmen lassen. Doch. Wahnsinn, was sind das hier für Chancen? Und keiner haut ihn rein. Huntela haut ihn nie ins Tor. Oh wei, ey. Wir können ihn nicht kurz spielen. Ich will ihn aber kurz spielen. Du Arsch. Sorry. Ich wollte nicht fluchen. Camarasa holt aus für einen 10-Meter-Pass. Aber wie? Als ob es um sein Leben geht. Sané sieht dort wieder Ben Arfa. Der zieht jetzt mal in die Mitte. Wir kommen sogar mal vorbei. Immer noch Ben Arfa und dann Matip. Das ist einer zu viel. Aber der Ben Arfa läuft zacken, du. Nachspielzeit. Wieder Ben Arfa. Mann, ey, spiel ihn doch einfach mal dorthin, wo ich Sinn haben möchte. Garcia. Jetzt vielleicht noch. Ne, das gibt's nicht. Kimmich, eine Möglichkeit kriegen wir hier noch. Lauf doch da rein! Das gibt's nicht! Camarasa! Oh, dass der doch nicht einläuft! Wieder so ein dreckiges Unentschieden. Ich wehr nicht mehr. Wir lassen hier Punkte liegen. Klär ihn, schnell. Wahnsinn, nimm doch den Ball an. 0:0. Oh, also die letzten beiden Spiele haben mich echt richtig auf die Palme gebracht, muss ich sagen. Wir spielen nicht gut. Natürlich, wir haben jetzt viel rotiert in der Winterpause. Das Spiel, die Mannschaft muss sich auch so ein bisschen einspielen. Ohne Frage. Aber das sind, wir haben teilweise auch richtig dicke Möglichkeiten, haben sie dann einfach ausgelassen. Und dann hapert es manchmal an den einfachsten Sachen. Ah, ärgerlich. Wir sehen es hier, also wir haben wieder nicht viele Chancen gehabt. Von daher, das Unentschieden geht schon in Anführungsstrichen in Ordnung. Aber damit können wir nicht zufrieden sein. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da oder das ein Abo, um einfach die Serie weiter zu verfolgen. Ihr könnt auch gerne bei der Menükarriere vorbeischauen. Das hilft einfach dem Kanal, sich weiterzuentwickeln. Nächstes Spiel ist in der Champions League das Achtelfinale. Da wollen wir natürlich auch weiterkommen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich nochmals. Ciao, ciao.